So, hallo meine lieben Freundinnen und Freunde, wir sind wieder hier beim Fußballmanager 13 mit dem glorreichen BVB und wir starten direkt weiter. Hier in der Simulation ist der BVB ja nach wie vor glorreich. In der Realität war ja gestern Abend Champions League Finale gegen Real. BVB hat nicht schlecht gespielt, muss man ganz klar sagen, war eigentlich sehr, sehr lange sehr dominante Mannschaft. Hat gut dagegen gehalten, viele wieder gute Torchancen auch gehabt. Aber leider haben sie die nicht verwertet. Und ich habe noch mit den Leuten, mit denen ich geschaut habe, habe ich noch gesagt, so ja, wer die 100%igen nicht macht, das rächt sich dann irgendwann. Und so hat es sich leider nun mal auch gerecht. Weil, der BVB hat seine 100%igen nicht gemacht, die er hätte machen können. Die er sich gut herausgespielt hatte. Und leider hat dann Real nachher zurückgeschlagen. Einmal hier der Eckball, den Toni Kroos, muss man sagen, in seinem letzten Profi-Pflichtspiel, na gut, er spielt jetzt noch die EM, aber in seinem letzten Profi-Vereins-Pflichtspiel, sagen wir dann, wo er wirklich einen wunderschönen Eckball geschlagen hat, den hat dann der Carvajal leider per Kopfball zum 1:0 verwertet und dann muss man sagen, gut, da kann man ihm jetzt auch keinen riesen Vorwurf machen, hat er vorher ein Riesenspiel gemacht. Aber leider dieser unglückliche Fehlpass von Madsen war es ja, glaube ich, oder Madsen, wie er ausgesprochen wird, der dann letztlich dazu geführt hat, dass dann Vinicius Junior da das 2:0 gemacht hat. Und ja, dann war die Messe gelesen, muss man ganz klar so sagen. Schade drum gewesen, hätte ich BVB sehr gegönnt, hätte ich Marco Reus vor allen Dingen sehr gegönnt. Aber leider Real einfach zu abgebrüht, gerade für solche Finalspiele. Ich meine, ja, brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber naja. Trotzdem muss man sagen, sehr gute Champions League-Saison vom BVB. Ich meine, Finale muss man erstmal erreichen, das ist schon schwierig genug. Und jetzt bin ich mal gespannt. Wird ja, denke ich, auch ähnlich wie bei den Bayern, wird ja auch beim BVB jetzt im Sommer ein großer Umbruch stattfinden. Ich meine, Marco Reus geht. Gut, der war jetzt nicht mehr so die Stammspielerkonstante da. Aber trotzdem, mit Hummels muss man auch mal gucken, was da so abgeht. Wieso sitzt denn Adrian nicht auf... Achso. Naja. Wir machen das mal so. Ich meine, Miros Klose, ja, ist halt ja sowieso kurz vorm Karriereende. Ja, wie gesagt, abzuschließen nochmal zu sagen, schade. Aber nächste Saison nochmal angreifen, nochmal rangehen, nochmal probieren ins Finale zu kommen. Vielleicht klappt es dann, irgendwann wird es halt klappen, denke ich mal. Ist natürlich bitter, dass es wieder in Wembley war, wo ja Borussia Dortmund auch damals 2013 das Champions League Finale schon gespielt hat gegen die Bayern, damals und auch verloren hat. Ja. Und vor allen Dingen auch damals, auch gegen die Bayern, war Dortmund ja eigentlich deutlich stärker. Hat das Spiel ja gut gemacht und dann, Bayern aber auch leider zu abgebrüht gewesen und genau das gleiche jetzt ja gestern mit Real. Ich meine, dieses eine Tor von Füllkrug, da war natürlich auch viel Pech dabei, ne? Der Ball, der kann ja einfach. Oh, Morata! So, das müsst ihr uns jetzt zeigen. Da kann der Ball ja einfach auch dann mal, als er an den Pfosten gegangen ist, nicht nach links wegpendeln, sondern hätte ja mal nach rechts wegpendeln können, dann wäre er ins Tor. Ey, Schiri! Dann wäre er ins Tor reingekullert, aber na, leider. Leider ist es dann so, wie es ist, ne? Und ich meine, Adeyemi, da müssen wir gar nicht drüber reden. Die Chancen, die der sich da rausgelaufen hat, die haben ja gar nicht damit gerechnet, dass der da so läuft. Ich meine, da waren ja teilweise Konter dabei, da sind 6 Dortmunder gegen 3 Realspieler angelaufen. Ja, aber leider ist der Ball dann nicht so gerollt, wie sie es wollten. Und dann hätte es natürlich anders ausgesehen. Wären da vielleicht zumindest das 1:0 gemacht worden, vielleicht sogar das 2:0. Wer weiß, wie es dann hätte ausgehen können. Aber so, ja. Real leider, wie schon gegen die Bayern damals, auch im zweiten Halbfinale, da war ja Real eigentlich auch mehr oder weniger abgeschrieben. Und aus dem Nichts hinaus, Vinicius Junior, 2 Buden gemacht und dann war es vorbei. Dann war es geschehen. Schade drum. Und ich meine, Vinicius Junior, also ich mag ihn als Mensch, nee, also wie soll man das sagen, ich kenne ihn ja nicht so, deswegen ist es eigentlich zu hoch gegriffen, aber ich finde, er macht einen unsympathischen Eindruck, weil er so merkwürdige Torjubel hat, so wisst ihr, wie ich meine? Also ich meine, ich gucke jetzt nicht viel Realspiele, eigentlich nur die in der Champions League sind, so, aber da habe ich irgendwie immer gesehen, wenn er Tore gemacht hat oder auch so zwischendurch, so, er ist ein sehr provokanter, sticheliger Typ, versucht auch immer die Fans aufzuwickeln und so weiter und so fort, also jetzt die gegnerischen Fans, da ist Tor eigentlich schon drin gesehen.
versucht halt immer auch die gegnerischen Fans dann irgendwie zu provozieren, aufzuwiegeln und so weiter. Und das mag ich einfach nicht. Also das, ja, finde ich, gehört im Fußball nicht dazu. Das ist halt einfach unnötig. Ich meine, dass er technisch und spielerisch ein Ausnahmespieler ist, Weltklasse-Spieler, müssen wir nicht drüber reden. Das ist ein sensationeller, guter Spieler, aber ja. Man kann sich doch einfach mit seinen Teamkameraden, mit den eigenen Fans doch freuen, das ist doch in Ordnung, aber man muss doch nicht dann noch den gegnerischen Fans so versuchen, dann mitzugeben. So, das finde ich irgendwie, naja, muss er ja auch selber wissen. Vielleicht hat er auch seine Gründe für, wie gesagt, ich verfolge Fußball nicht mehr so doll, dass ich da vielleicht auch nicht ausschließen kann, dass es vielleicht Gründe dafür gibt. Nein, vielleicht das war abseits. Ist ja irgendwas mal vorgefallen oder so, keine Ahnung, aber naja. Tja, ja, und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt ist ja die Vereinsfußballsaison beendet. Jetzt beginnt ja die Europameisterschaft, da schauen wir mal. Toni Kroos ja in seinem letzten großen Turnier, seine letzten Spiele. Ich hoffe natürlich, dass es möglichst viele Spiele werden, vielleicht sogar alle Spiele, dass er sich mit dem Europameistertitel verabschiedet. Das wäre natürlich schön. Aber ob es soweit kommt, 1-0, Wahnsinn, wäre was gewesen, Mario Götze. Nein, das ist natürlich kein mehr auf den Sitzen. Der war der Europameisterschaft ja nicht dabei. Ist da, glaube ich, aber auch nicht so traurig. Nur hat er, glaube ich, auch nicht groß mit gerechnet. Ich meine, der ist ja sowieso... Ich glaube, der ist froh, dass er in Frankfurt ist, dass er da wieder so ein bisschen den Anschluss angeschafft hat. Dass er da seine vielen Erkrankungen und Verletzungen und so weiter, dass er das im Griff hat. Und ja, dass er vernünftig da eine Profisaison bei Frankfurt spielen kann. Ich glaube, der ist damit zufrieden. Ich glaube, Europameisterschaft. Mann, was soll das denn? Ja, schauen Sie mal, was da auf den Tribünen los ist. Deswegen hat er sich da, glaube ich, nicht so große Hoffnung drum gemacht. Ja, und Marco Reus, bin ich jetzt mal gespannt, wo es hingeht. Letzte, was ich gelesen habe, ist USA. Weiß ich nicht, ob das so der beste Weg ist. Und ich meine, er ist ja nun mal jetzt auch in einem Alter, wo er durchaus noch zum Beispiel in England oder auch in Italien noch irgendwie ein, zwei Saisons dranhängen könnte. So, Morata wechseln wir mal aus, der ist noch ein bisschen angeschlagen. Deswegen... Könnte doch noch zu Benio oder sowas gehen oder City. Ja, gut, City glaube ich nicht unbedingt. Aber ich kann ja verstehen, dass er nicht in der Bundesliga wechseln will. Das ist ja auch in Ordnung. Er hat ja gesagt, er will, wenn dann, bei Borussia Dortmund bleiben und jetzt nicht irgendwie noch... Ey, was machen die denn? Tor jetzt schießen! 2-1, Wahnsinn. Götze, zweites Tor. Ja, schauen Sie doch mal, wie er den Ball trifft. Das ist das Tor des Spiels, das Tor des Monats. Ach, vielleicht sogar das Tor des Jahres. Aber dann muss ich auch sagen, wenn dann auch lieber in die USA, als da wieder hier, wie manche andere da in irgendwelche komischen Ligen, wo es einfach nur darum geht, möglichst viel Geld, weil ich finde, da macht man sich selber seinen, ja gut, Legendenstatus ist bei Reus natürlich, ach nö, was ist denn das für ein Spiel hier? Boah, was war denn das für ein Ding? Unglaublich. Jetzt reicht's aber langsam, Freunde. So, wir wechseln nochmal Gündogan. Da wechseln wir Kondogbia ein. Wo ist er? Curl! Och nö! Den hätte er doch mal reinschlunzen können, du. Ein weiterer frischer Spieler. Aber, naja. Oh, was denn? Das gibt Gelb, oder? Gibt's Gelb? Na, gibt kein Gelb. Salihovic. Curl. Und Götze. Der ein super Spiel macht. Zwei Tore bislang. Belohnt er sich jetzt mit dem dritten? Reus, schade, in die Arme von, wer ist denn da überhaupt der Torhüter? Jetzt geht's in die andere Richtung, Erin Dediok, nicht gut, Ter Stegen hält. Das ist nämlich unser Torhüter, der kann Bälle halten. Das kann der, das hat er gelernt, das kann der gut. Das hat er perfektioniert, kann man schon fast sagen. Philipp Coutinho, schön gesehen, Andy Carroll. Da versucht das mit dem Trick, klappt aber nicht. Salihovic. So, wir nehmen noch einen letzten Wechsel vor, Eriksen nehmen wir nochmal raus, da bringen wir nochmal wieder Schürrle. Dass der noch mal ein bisschen Spielpraxis kriegt. Oha. Ich habe gestern im... oh Gott. Da ist meiner gescheppert. Ich habe gestern gesehen, dass Klopp war ja auch im Stadion. Saß er auf der Tribüne, Jürgen Klopp. Und der hat auch die Zähne sich so machen lassen mit diesen... So, diese Keramik-Zahnersatz-Geschichten. Und ich finde, das sieht ganz schrecklich aus. Also ich weiß nicht, wie man dafür so viel Geld dafür ausgeben, weil das sieht überhaupt... Also es sieht so heftig unnatürlich aus. Wie so ein Fremdkörper. Ich denke immer, wenn die grinsen oder lachen oder so, die haben irgendwas im Mund. Also, dass da irgendein Fremdkörper im Mund wäre. Aber das sind halt deren Zähne. So. Und das, also, ich meine, ich finde es ja okay, wenn man seine Zähne pflegt und wenn die möglichst weiß sind. So. Aber dieses strahlend weil... Oh, das müssen wir uns nochmal in der Wiederholung angucken.
Das sieht ja aus, als ob man jeden Morgen seinen Kopf in eine Waschmaschine hält und mit Perwoll wäscht, so nach dem Motto. Schön Perwoll, Renew, White und dann zack, 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 Zähne. Also, finde ich, also wäre es mir nicht wert. Da muss ja jeder selber wissen, so. Ich meine, Schönheit liegt ja auch immer im Auge des Betrachters. Und wer bin ich, irgendwas zu werten, aber mir persönlich sagt es überhaupt nicht zu und ich würde es nie machen. Also, das wäre es mir überhaupt nicht wert, weil ich mir, also, nee. Naja, ey, Schiri! Johnson. Schön gesehen. Aber hier mit einem 2-2 rauszugehen, wäre jetzt auch nicht so das Wunschergebnis, muss ich gestehen. Gegen Hoffenheim. Oha, Marcel, jetzt kriegt der wirklich gelb. Vielleicht sogar rot von hinten den Mann. Was sagt der Schiedsrichter? Was sagt er? Gar nichts sagt er. Stark. Josello, der hat ja gestern auch bei Real gespielt. Gut eingewechselt. Oh, das könnte Abseits gewesen sein. Müssen wir uns nochmal anschauen. Dieser Andy Carroll, das ist ein riesen Kerl. Seht ihr das überhaupt? Also körperlich groß. Ich glaube, der ist fast 2 Meter. Schön. Schürle. Ey, Schiri, die haben doch alle schon gelb. Ja, ich kann vom Na gut. Jetzt schauen wir uns nochmal die Slow-Mo an. Ja, der war Abseits. Naja, geht mit dem 2-2 aus. Bin ich jetzt nicht so ganz zufrieden mit. Aber letztlich ist es, wie es ist. Wir haben zweimal hinten gepennt. Vorne waren wir gut. Götze vor allen Dingen 2 Butzen gemacht. Aber hinten haben wir halt auch 2-mal gepennt. Naja. Hoffen wir, dass wir so langsam mal wieder auf die Erfolgsspur kommen, weil die letzten Ergebnisse waren jetzt nicht so. Wir sind nur noch 4 Punkte vorne. Oh, und mittlerweile Luke de Jong Morata überholt. Aber Morata, muss man auch sagen, 9 Wochen verletzt gewesen, ne? Ja, komm, jetzt hier direkt vertrauen, einen runter, weil wir einmal unentschieden spielen. Vorstand! Dann gehen wir nachher ins Büro und dann kracht's. Das kann ich euch versprechen. Morata fällt aus 10 Prellungen. So, frische 95, das passt. Gehen Gold spielen. Gucken eben hier bei der Teamdynamik, ob wir damit... Da können wir mit Leuten reden. Perfekt. Andy Carroll, komm jetzt. Du musst vor dem Tor cleverer werden. Ah, okay. Ich glaube, dass mit dem und uns jetzt keine Liebesgeschichte mehr. So, Adrian hat gut trainiert. Zeran Shaqiri sowieso gut trainiert. Guter Mann. Aber werden wir nicht behalten. Hat bei uns keine Chance, sich durchzusetzen. Mittelfeld ist einfach zu stark besetzt. Auch nicht das, was er hören wollte. Egal. Wir gehen in den Finanzstatus. Können wir nichts machen. Dann gehen wir ins Spiel gegen den ersten FC Köln. Und da müssen jetzt mal wieder 3 Punkte her. Also ich bitte euch, gegen Köln. Tabellenzehnter. Die hauen wir weg. Nee, das auch nichts. Aber die können nichts. Wir gehen da jetzt rein in die Partie. 3D-Match. Ich werde geladen. Das freut uns. Denn schließlich wollen wir das ja auch sehen. Ja, weil die haben wir auch erst einmal gegen gespielt. Deswegen haben wir da auch erst einmal gewonnen. Was für eine dumme Aussage. Füllneville, 37. Kann mit Klose zusammen einen Club aufmachen. Club der Fußballrentner. Anstoß, Reus und Morata. Morata jetzt mal wieder hier. Der muss mal jetzt langsam wieder ein paar Buden schießen. Weil wir haben dem 100 Tore prognostiziert. Ja klar, dann kam natürlich die lange Verletzungsphase. Das heißt, es wird jetzt eher... Ey, Schiri! Chris Löwe. Ja, das wird jetzt gepfiffen und gibt Geld, ne? Ach, Rafael Varane immer. Also da pfeifen die Schiris aber auch irgendwie härter, habe ich das Gefühl. Den haben die auf dem Kieker. Das ist so eine Verschwörungsgeschichte, glaube ich. Weil die wissen so... Oh, Götze, geschießt auch! Tor! Wahnsinn, habt ihr das gesehen? Den Solo-Lauf, der läuft von der Mittellinie einfach durch 100 Gegner. Die Kölner, die haben ja nicht ein Zusatzrecht zugestellt bekommen. Die dürfen 100 Leute abstellen. Ja, das ist Weltklasse. Und der läuft die alle Fußball. Um. Was und dann macht er die Butze am Ende. Der sah nicht gut aus bei schnellen Gegenangriffen. Und diesmal... Tja, 1-0. Wunderschönes Tor. Und Götze, was hat der für eine Form aktuell? Letztes Spiel 2 Tore, dieses Spiel... Ey, Schiri, jetzt reicht's aber wirklich. Das gibt auch Geld. Komm. Chris Löwe, ja, komm. Alten Sabbel. Schmied.
So, das schauen wir uns jetzt nochmal aus der Nähe an. Brauchen wir nicht. Da ist auf jeden Fall Götze. Wollte schön zu Morata durchstecken, aber leider ein Verteidiger dazwischen. Thiago Silva, gut geklärt. Morata. Ach, Mann. Ach, Schiri. Was pfeift denn der so kleinlich? So, schön, Reus. Sieht da oben Götze, aber der wird leider gemanndeckt von Brecko. Jonathan Schmid. Kitschek. Varan köpft in die Freiheit. Sehr gut gemacht. Morata, Eriksen. Schön, Morata, setzt sich durch gegen die Galke. Setz dich. Ist das unser Mann verletzt? Nee, zum Glück nicht. Morata kriegt Gelb, ist mir egal. Sascha Rita ist verletzt worden dabei. Gute Besserung an Sascha an der Stelle. Top Mann. Hoffen wir, dass es ihm bald wieder gut geht. Pepe. Gündogan, schön. Morata, schön gesehen. Ah. Ah, gut, Morata, der muss halt wieder ein bisschen seinen Tritt auch gerade finden. Ne? Ich meine, der war 9 Wochen verletzt, der Junge. Varan, da bleibt der Ball aber auch schnell hin und her. Chris Löwe, der hat schon Gelb. Varan hat auch schon Gelb. Der muss vorsichtiger sein. Eriksen. Schade, setzt sich nicht durch. Gündogan, schön. Morata gesehen. Eriksen. Ah, der letzte Ball, der kommt gerade nicht so durch. Daniel Ginczek jetzt auf der Gegenseite. Der ist immer gefällig. Jonas Hector, Kölner Legende. Oh nö, warum kriegen wir denn immer so unnötige Gegentore? Was für ein Tor, was für ein... Jonathan Schmid jetzt auch noch. Philipp Coutinho, der Ball... Oh Mann, Philipp Coutinho. Eriksen, völlig frei, Morata. Oh, auf der Linie, Reus, 2-1, was für ein Tor. Da hält es natürlich kein mehr auf den Sitzen. Was für ein Tor. Marco Reus. Was wird der sich ärgern, dass der nicht so wie in der Simulation spielt und Titel abräumt? Ich meine, bei uns in der Simulation die erste Saison bei Dortmund direkt 3 Titel. In der Realität 2 DFB-Pokalsiege. Morata, schade. Aber gut, der hat da auch nicht uns als Trainer und Manager, ne? Also. Da wird er sich vielleicht auch ärgern. Da wird er auch. Vielleicht geht er nochmal zum Kehl hoch oder zum Watzke und sagt, warum habt ihr den nicht geholt? Den Andi Gotoffer da. Warum ist der nicht gekommen? Oh, nee, Ginczek. Da hinten stehen wir aber zurzeit irgendwie auch wirklich sehr, sehr schwach. So, wir werden Rafael Varane werden wir runternehmen, weil er gelb vorbelastet ist. Und das ist mir zu riskant, weil der hackt jeder sowieso immer rein wie so ein Berserker. Da nehmen wir Matthias Ginter. Den Sieg nimmt euch niemand mehr. Komm, und jetzt muss hier mal ein bisschen... wir müssen mal Morata, der hat ein schlechtes Selbstvertrauen, den motivieren wir. Moral nur 3, schade, kein Selbstvertrauen. Thiago Silva motivieren wir auch. Dann wird hier noch ein bisschen hin und her motiviert. So. Ach, wir haben gar keine Massagen gemacht, ich Depp. Na, egal. Chris Löwe gegen Ginter, gut. Ey, Schiri! Oh, Coutinho. Gute Defensivarbeit. Morata. Schickt da vorne Philipp Coutinho, den kriegt er leider nicht mehr. Schade. Daniel Ginczek. Und Jonathan Schmid, der hat schon einmal gegen uns genetzt. Thiago Silva ist vor Bigalka am Ball. Sehr gut gemacht. Morata verliert den Ball gegen Jarello. Eriksen. Christian Eriksen. Komm. Morata. Oh nö, dann gelingen ihm die einfachsten und dann gelingt ihm das auch nicht mehr. Das kann's doch nicht sein. Das wäre so wichtig, dass der jetzt mal wieder anfängt zu netzen, damit er einfach auch wieder Selbstvertrauen aufbaut. Und vor allen Dingen, damit er die Torjägerkanone holt. Kann er nicht angehen, dass irgend so ein Luke de Jong wie heißen sie nochmal gleich? Muss er nicht in Gladbach so, Torjäger das holt. Das müsst ihr uns jetzt zeigen, ob es abseits war. Alle, wo sind wir denn da? 2-0, da oben. Da macht das mir nicht das nächste Tor. Reus! Och. Um Gottes Willen. So, wir können langsam auch mal wechseln, ne? Wir nehmen mal wieder Eriksen runter für Schürle. Und Philipp Coutinho, da bringen wir mal wieder Adrian. Wo ist er? Morata! Ach, schade. Ich würde es ihm wirklich gönnen, dass er seine Bude macht. Deswegen lassen wir ihn auch drauf. Weil es wäre wichtig, dass der einfach mal wieder ein Tor macht. Also, was die Kölner da für einen Alarm machen. So,
So, unsere zwei Wechsel sind auf dem Feld. Beide außen sozusagen neu gemacht. Ginczek versucht da die Tricksereien, aber noch nicht mit uns. Adrian, schön, schön. Schöner Haken gegen Phil Neville mit 7-3. Morata, da ist das Tor, da ist es doch, da ist es doch. Ja, schauen Sie doch mal, wie er den Ball trifft. Aber schöne Vorarbeit auch von Adrian, muss man ganz klar sagen. Das Tor des Monats, ach, vielleicht sogar das Tor des Jahres. Aber auch schön angenommen. Mit dem linken Fuß abtropfen lassen und dann rechts einfach bam und dann ab ins Herz der Träume. Ey, Schiri. Ja, ich wollte gerade sagen, das wird auch falsch für uns. Ach, der war ja, das war ja grauenhaft. Pippe. Macht das schön, Adrian. Der hat eben schon eine sensationelle Vorarbeit geleistet. Ah, schade, da läuft er sich an Jonas Hector fest. Kötze. So war es schön gesehen. Schürle. Und wieder Adrian. Und Wunder Morata. Sensationell. So, noch 8 Minuten. Jetzt bloß. Oh nee, Schürle. Jetzt bloß keine unnötigen 2 Gegentore. Das wäre alles, was ich mir wünsche. Oh, Ginczek. Und in dem Moment, wo ich sage, macht Ginczek da vorne wieder Rabatz. Oha. Morata. Schön. Morata. Ach, da wird er wieder durch den Foul getroppt. Nochmal Freistoß. Reus. Versucht's direkt. Recco auf Ginczek. Nehmt ihm den Ball ab. Der macht mir zu viel Rabatz da vorne. Ich sag's doch noch. Ja, das ganze Stadion ist aus dem Häuschen. Also zurzeit haben wir wieder so eine Phase, wo wir so völlig unnötige Gegentore kassieren. Aber ich glaube, das gibt's einfach manchmal. Naja, Hauptsache diesmal gewonnen. 3 Punkte. Ist aber auch gegen Köln Pflicht gewesen, muss man ganz klar so sagen. Alles andere wäre wirklich traurig gewesen. So, nach wie vor 4 Punkte. Luke de Jong mittlerweile. Da müssen wir wirklich jetzt mal langsam aufpassen. Da müssen wir wirklich langsam aufpassen. Wer ist jetzt schon wieder verletzt? Daniel Köpfel, interessiert mich nicht. Philipp Coutinho wird für einen Tag. Okay. Streich gespielt. Naja. Man muss auch mal über einen Streich lachen können. Deswegen, wir machen da nichts diesmal. Katharina, schenken wir noch was. Freut sie sich. Freut uns, dass sie sich freut. Dann sind alle glücklich. Okay, da können wir nichts machen. Finanzstaat, das können wir auch nichts machen. Ja, dann würde ich auch sagen, liebe Freundinnen und Freunde, reicht's für diese Folge. Wir haben 2 Spiele gemacht. 1 gewonnen, 1 unentschieden gegen Hoffenheim. Das war ein bisschen unnötig. Morata hat aber wieder ein Tor gemacht. Fast neues Selbstvertrauen so langsam. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns sehr, sehr gerne in den nächsten Folgen wieder, wenn es als nächstes gegen Zenit St. Petersburg geht, dann gegen Hannover, dann gegen Schalke und so weiter und so fort. Ja, ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen und dann, wie gesagt, bis zur nächsten Folge. Tschüss.